Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Wir befinden uns hier gerade vor dem Schattentempel und müssen aber jetzt erstmal das Tor aufkriegen. Und dabei müssen wir die ganzen Fackeln hier anzünden, was aber leichter geht als gedacht. Wir benutzen nämlich einfach Deans Feuerentferner. Legen wir dahin und das Auge der Wahrheit können wir eigentlich auch mal ausrüsten. So, zack. Und setzen mal schnell Deans Feuerentferner ein. Und damit dürften wir gleichzeitig alle Fackeln anzünden können. So einfach geht das. Und wir können den Schattentempel endlich betreten. Und, warte, gleich erstmal. Was rüsten wir noch aus? Ach, die Pfeile. Nein, das war falsch. So. Und wir betreten den Schattentempel. Okay, der Schattentempel. Hier ist ein Abgrund. Aber da können wir uns ganz leicht rüberziehen. Mit dem Fanghakenpunkt hier. So. Die Wand ist durchlässig, da können wir einfach durchgehen. Also ja, die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Eigentlich das Auge der Wahrheit, aber egal. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Ja. Das Auge der Wahrheit haben wir schon. Oh. Aha. Ich mache, glaube ich, erstmal das Drehrätsel. Woran man schon sieht hier, wenn ich so habe, sind alle Totenköpfe auf diesen Stangen hier da, wenn ich das einsetze. Ist das nicht der Fall? Wir müssen halt das Ding dorthin drehen, wo. Naja. Drehe mein Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Andernfalls stürzt du in unendliche Dunkelheit. So. Das war der falsche. Und das dürfte der richtige sein, hoffentlich. Ah. Somit öffnet sich der Weg. Was steht hier auf dem Schild? Nur der, dessen Schritte heilig sind, wird das Tal des Todes überqueren, durchqueren. Also ja, stimmt, hier können wir noch nicht drüber springen. Dazu brauchen wir erst ein anderes Item. Was wir aber sehr schnell finden, das Dungeon-Item finden wir sehr schnell in dem Tempel. Also hier ist der einzige Weg, wo wir jetzt lang gehen können. Also bleibt uns nichts anderes übrig, außer hier durchzugehen. Wow. Creepy Totenkopfaugen. Naja, jenem mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch in Dunkelheit umgeben, was noch in Dunkelheit umgeben wird. Okay, hier ist ein Gang. Ja, der Schattentempel. Hier ruhen Hyrules blutige Zeugnisse von Gier und blindem Hass. Aha, also hat Hyrule auch nicht so eine, sagen wir mal. Okay. Können Sie mal Begorn-Schwerten ausprobieren? Boah! Mit einem Mal weggenatzt. Okay. Ich habe meinen Satz zwar noch nicht zu Ende gesprochen, aber egal. Ich würde eigentlich sagen, dass Hyrule auch nicht so der bravste Ort von allen ist, sagen wir es mal so. Wo ist. Aha, fuck. Link! Jetzt. Oh. Die Truhe spawnt wieder unter uns. So, erstmal Herzchen einsammeln und wir öffnen mal die Truhe. Ob da schon ein Dungeon-Gegenstand drin ist, ich weiß es gerade gar nicht. Und. Nein, die Karte. Ist hier noch irgendwas versteckt? Das scheint mir nicht so. So, nochmal die Krüge aufschlagen. Ist noch Pfeile drin. Und wir gehen wieder hinaus. Schauen uns nochmal mit dem Auge der Wahrheit ein wenig um. Genug Energie haben wir ja, also. So schnell dürfte die nicht leer gehen. Ich glaube auch immer bei den Dingern, wo die Augen leuchten anscheinend. Ja. Ja. Immer die Wände, wo die Augen der Totenköpfe oder wo das die Augen der Totenköpfe leuchten. Ist ein Durchgang. Ja.
Dass er mir das doch jedes Mal sagt. Ja, Dunkelheit verborgen. Das bloße Auge listet täuschend. Bleibt der rechte Weg verhüllt. Ja. Aber wir haben ja das Auge der Wahrheit und können zum Glück alles sehen. Hier ist kein Durchgang. Jene mit dem Auge der Wahrheit. Ja, ja. Da geht's nicht durch. Da geht's noch durch. Okay, hier ist schon wieder ein bisschen tricky. Wow. Okay. Krüge greifen an. Und wir gehen mal den einzigen Weg, den wir gehen können. Und, hier wartet wieder so ein Gegner auf uns. Aber ich glaube, mit dem Bomben können wir den einfacher besiegen als gedacht. Nämlich hier mit dem Auge der Wahrheit sieht man da hinten den Schatten. Und auf den Schatten müssen wir eigentlich einfach nur eine Bombe drauf werfen. Okay, das war ein bisschen zu weit weg. Okay, das war nicht zu weit weg. Na los. Mit dem Schwert machen wir jetzt echt viel Damage. So, wir schalten es mal wieder aus. Wir müssen das die ganze Zeit anhaben. Da hinten. Da hinten ist der Schatten. So. Das Schwert zücken. Und los. Komm, du komisches Viech. Okay, ich kann sie nicht nochmal treffen. Ah, jetzt ist es da. Nein! Fuck. Okay, so schnell können wir es auch besiegen. Du dummes Vieh. Alter, das ist immer noch so creepy und sieht sehr komisch aus. Okay, da dürfte jetzt aber der Dungeon-Gegenstand drin sein. Schon. Okay, noch ein bisschen Magie. So, ist hier noch irgendwas Verstecktes? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann holen wir jetzt mal den Dungeon-Gegenstand. Mal sehen, was es sein wird, um den Abgründe zu überqueren. Es sind die Gleitstiefel. Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Ja. Das sind halt wieder... Jetzt müssen wir zwar mal wieder ins Menü wechseln und bla bla bla, aber... Das sind halt... Eigentlich heißen sie Pegasus-Stiefel. Oder ne, Pegasus sind die, mit denen man schneller rennen kann. Mit denen kann man halt so über den Boden gleiten. Man sieht ja schon, man bewegt sich halt ein bisschen wie auf Eis. Aber man kann halt damit über Abgründe... Wow! Über Abgründe halt rollen und laufen für kurze Zeit. Was noch sehr nützlich wird. So, wir gehen jetzt wieder hier raus. Aus dem labyrinthartigen Etwas. Und springen mal über den Abgrund, wo wir vorhin schon das Gitter geöffnet haben. So. Wieder zurück. So, nochmal hier durch die Wand durch. Und denke, jetzt können wir mit den Pegasus-Stiefeln hier rüber. Was normalerweise nicht gehen würde. Aber so können wir über die Luft laufen und kommen bis zu dieser Zunge hier rüber. Und jetzt ziehe ich sie kurz wieder aus. Wieder ein Hin und Her. Oder brauche ich die hier? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh. Das ist ein komisches Viech. Ich mag diese Viecher nicht, diese Laser-Dinger. Erstmal eine Bombe hinwerfen. Okay, das bringt nichts. So bringt's was. Jut, jut. So, hier gibt's, glaube ich, auch nur... Okay, durch den Weg können wir durchgehen. Da kommen wir. Wir gehen mal durch den durch, wo wir keinen Schlüssel brauchen. Keinen Schlüssel, wo wir nicht aufbomben müssen. Okay. Mumien sind nicht toll. Aber zum Glück können wir sie mit einem Schlag töten. Und wurden trotzdem eingefreezed.
Hier, da ist noch eine. Und zack. Das Gregorenschwert ist echt stark, also. Okay, finden wir, denke ich mal, den Kompass. Ja. Somit haben wir schon alle drei Gegenstände, außer dem Masterschlüssel. Zumindest die wichtigen Gegenstände, die man hier in den Tempeln so finden kann. Und der Kompass. Okay, jetzt können wir uns wenigstens richtig orientieren. Und gehen wieder zurück. Okay, das Ding ist gespawnt, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Ah, ich kann einfach so durchgehen, brauche keine Bombe legen. Okay. Dann halt nicht. Bin ich darauf gekommen, dass man eine Bombe legen muss? Oh. Uah. Blink. Uah. Aua. Ein komisches Treding. Okay, hier geht's nicht durch. Sensen. Das sieht auch ein bisschen creepy aus. Okay, hier lang. Drüben kommen wir nicht lang. Irgendwo fehlt uns noch eine. Uah. Aua, Link. Okay, da brauchen wir... knapp. Unseren Fanghaken. So. Okay, das war falsch. Wir warten noch mal eine Runde. So. Nee. So, zack. Okay, damit öffnet sich das Tor. Und wir holen uns mal schnell... Aua, die kleine Truhe. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nein. Einfach alles mal abgucken, weil man weiß nie. So, was hier drinne? Ein kleiner Schlüssel. So, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir lang müssen. Aua. Hier ist... Was sagt Navi dazu? Diese Mauer. Sie teilt mir etwas mit. Sie flüstert mir zu. Willst du mit einer Fähre in fremde Gefilde reisen? So tritt näher. Also wir müssen hier runterspringen. Aua. Ah, das mit der Fähre stimmt ja. Aber wir hätten auch runterklettern können. Naja, hier habe ich eine Skulptur. Aber ich weiß auch, wo die ist. Okay, die Fähre ist da drüben. Ein Schiff, mit dem wir dann später noch weiterkommen. Hier kommen wir noch nicht weiter. Oder? Erstmal umgucken. Nee. Ich überlege gerade, welche Optionen uns noch bleiben. Ich glaube nicht mehr so viele. Wir krabbeln erstmal wieder nach oben. Können wir auf die Karte gucken, ob uns die irgendwie weiterhilft. Okay, da fehlt uns sowieso noch ein Weg. Also konnte man die eine Wand doch irgendwie aufsprengen. Naja, mal sehen. Erstmal wieder an diesem komischen Sensenkarussell vorbei. Und wups. Und wups. Aua. Naja, in welchem Leben wäre man schon bei einem Schlag tot, also. Also hier ging es anscheinend doch noch weiter. Wow, es schießt auf uns. Oh mein Gott, nein. So, hier. Wow, jetzt habe ich zwei Bomben. Aua. Ja, hier ging es wirklich noch durch. Aber wir brauchten einen Schlüssel, also mussten wir sowieso erst später hier rein. Ich weiß, was hier drin ist. Okay, da oben sieht man schon Escotulla durchlugen. Kommen Sie herunter. Zack. Du bist Vieh. Okay, noch ein Escotulla. Zack. Nochmal futsch. Und... Okay, höre ich... Nein. Wow.
Also diese Skulltulas, das sind echt keine schönen Gegner. Okay. Erstmal voll die Sensen. Okay, hier war noch eine Skulltula, die habe ich vorhin schon gesehen. An ihren Schatten. So, hier durch. Ist hier noch irgendwo einer? Okay, na, wie sagt uns was? Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Nicht schon wieder. Jetzt eben in dem Raum. Puh. Okay, jetzt kommt eine runter. Eine Krabbelhand. Okay, das war die Krabbelhand. Jetzt hier kann ich noch nichts machen? Nee. Diese Beile sind echt überhaupt nicht creepy oder so. Okay. Ich dachte schon, ich springe jetzt in den Abgrund rein. Okay. Wow, scheiße. Hier brauchen wir wieder unsere Pegasus-Stiefel. So, wir rüsten die mal kurz aus. Und rein. So, wir rollen hier drüber. Oh, ein Stahlfass. Nein, wir müssen unsere Stiefel wieder wechseln. Nein. Link, visier es bitte an. So, mit dem Begon Schwert dürfte es auch nicht so lange dauern, es zu töten. Nein, gut. Zwei Schläge. Das ging echt schnell. So, da ist eine Plattform. Und, ach hier, können wir rüberspringen. Aber ich mache das lieber mit den Pegasus-Stiefeln. Ja, schön, dass die ROM jetzt wieder abgestürzt ist. Ich liebe es einfach. Okay, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Okay, da sind wir wieder vor dem Stahlfass. So, jetzt müssen wir mal kurz die Schuhe wechseln, um wieder darüber zu kommen. So, schnell rüber. Schuhe wieder wechseln. Und uns im Stahlfass stellen, was jetzt auch nicht so schwer war. So, Nummer 1. Na los. Und, ah, fuck. Hat's geblockt. Ah, schon wieder geblockt. Ich bin zu langsam. So. Tot. Es ist... Tot ist es. So, wir gehen jetzt auf die Seite, wollten wir gehen. Ja. Und das Menü klappt auch wieder. Sehr schön, sehr schön. Eigentlich hätten wir da auch ohne die Stiefel rüber gekonnt, aber... Naja. So ist es ein bisschen leichter. So, wir gehen mal hier durch die Tür durch. Ich kann mir die Stiefel gleich auch wieder ausziehen. Weil die schränken uns eh nur ein. Okay, hier sind zwei Kisten drin. Ziehen wir wieder unsere normalen Stiefel an. Okay, okay, das ist echt ein mieser Raum, weil man sieht diese Sensen-Dinger nicht. Aua. Ich nehme jetzt den Schaden gerne mal in Kauf. Aber mit Pfeilen ging es ja leichter zu besiegen. Ich glaube, wir müssen in den Raum nur alle Gegner besiegen. Aua. So. Zack. Los, Navi. Flieg hin. Und zack. Okay. Wieso sind hier eigentlich Herzchen? Ist da oben? Nein. Okay, da können wir Zeitblock erschaffen anscheinend, aber das mache ich jetzt nicht. Und... Nein, falsch. Pfeil und Bogen. Und zack. Okay, somit öffnet sich das. Aua.
Und hier haben wir beide Kisten. Aber erstmal muss noch die Skulptula. Mit dem Fanghaken das Symbol an uns ziehen. Und somit dürfen wir schon 48 haben. Und wir öffnen mal die kleinen Truhen hier. Okay, 5 Rubine. Und die andere. Ah, da sind noch Pfeile drin. Okay, das ist echt lame hier. Ist hier noch irgendwas anderes drin? Nee. Das war's echt hier. Interessant. Okay, dann denke ich mal, beende ich auch den Part hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diesen Tempel weiter erkunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Und ciao.